Da kommen ja einige Brücken auf uns zu, die eigentlich alle marode sind. Man hört es in den Nachrichten. Viel Verkehrschaos, Stau, Sperrung. Die A43, natürlich mitten im Ruhrgebiet, ist natürlich ein Nadelöhr. Und von daher ist natürlich das Ziel, auch dass diese Baustellen, die hier sind, so schnell wie möglich abgewickelt werden. Und so sind wir auf unser Heidkamp-Brücken-Schnellbausystem gekommen. Das Besondere an dieser Baustelle ist jetzt hier, dass dieses System Heidkamp-Schnellbaubrücke jetzt zum ersten Mal bei einer Autobahnbrücke eingesetzt wird. Die KBE ist die geokunststoffbewehrte Erde. Das ist das Zusammenspiel zwischen Geokunststoffen, Geotextilien und Boden. Man nimmt anstehendes Bodenmaterial, ein Sand-Kies-Gemisch, was mit einem Bindemittel verbessert wird. Und dieses Bodenmaterial wird dann im Geogitter eingebaut. Und dieses Geogitter übernimmt dann die Zugkräfte anstelle dem klassischen Bewehrungsstahl, wie man es sonst halt vom Betonbau kennt. Der Vorteil dieser Schnellbaubrücke oder des Systems mit der KBE ist halt A, im Prinzip die Geschwindigkeit, die man halt hat, weil ich sag mal, klassisches Widerlager braucht man halt Wochen, um es einzuschalen, zu bewähren, zu betonieren. Das fällt halt hier weg so. Und der andere Vorteil ist natürlich einfach die Nachhaltigkeit. Und diese beiden Welten zusammen, das ist, glaube ich, einfach der Riesenvorteil von diesem System. Von der Standsicherheit ist das absolut vergleichbar mit Betonbau. Das ist im Prinzip ein zugelassenes System. Dafür werden statische Berechnungen gemacht, das wird geprüft. Und auch für die Dauerhaftigkeit, da gibt es keine Einschränkung zum klassischen Betonbau. Also auch gesamtwirtschaftlich ist das eine sehr interessante Bauweise, alleine schon dadurch, dass die täglichen Staus kürzer werden, der einzelne Autofahrer weniger im Stau steht, die LKWs weniger im Stau stehen und damit auch gesamtwirtschaftlich sehr interessant.